Moin Freunde, Tridox am Start und heute zu einer weiteren Folge FIFA. Heute ist Samstag und heute spielt Leverkusen gegen Gladbach um 18.30 Uhr, das ist das Topspiel. Und heute tippen wir auch mal wieder, wie das Spiel ausgeht. Ich spiele natürlich Gladbach und ich spiele diesmal auswärts, deshalb spielen wir in Leverkusen. Ich will auch direkt mal die Trikots aus. Okay, da ist schon alles, nice. Okay, mache ich mir noch eine Aufstellung und dann geht's los. Ist was von der? Ich lasse sie mal einfach so. Mal gucken, ob das Glück bringt. Gegen Bayern haben wir in FIFA leider 3-1 verkackt. Ich hoffe mal, gegen Leverkusen gewinnen wir. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich darf Sie herzlich begrüßen hier in der Bayer Arena. Also lasst uns, wie das Spiel jetzt ausgeht. Wird heute wieder also ist es auch mein Tipp, wie es in realen Leben und ausgeht. Wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Wenn es 1-0-2 wird, dann denke ich auch, dass Gladbach in 0-2 gewinnt. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Dem hierbei. Sehr guter Einsatz. Das ist ein vielversprechender Pass. Ein guter Block hier. Super Pass. Neuhaus, 1-0. Fünfte Minute, 1-0. So kann es losgehen. Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen, nice, da sind 1-0. Sie viel zu passiv. Müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Boah, was ein Pass schon wieder. Jetzt mal die Gladbacher. Da ist die Chance. Jetzt vielleicht die Flanke. Gut dazwischen. Oh, im eigenen schade. 16er. Florian Neuhaus. Ja, schade. Ah, wäre zu schön gewesen. Dem hierbei. Aranguiz mit dem Ball. Kerem dem hierbei. Klasse gelöst von Matthias Ginter. Lea, guter Pass jetzt. Da kommt der Pass. Gefährlich. Was ein Spiel. 2-0. Alles offen. Also so einfach. Ey, was ein Zusammenspiel. Das war richtig nice. Er macht den Treffer. Wenn das früh jetzt schon so losgeht, ey, dann muss boah. Nur noch ich gewinne das 6-0 oder so. Das macht's leicht. Ganz leicht. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ich kann doch nicht 6-0 in Real Life tippen, ey. Das wird garantiert nicht passieren. Außer Leverkusen spielt irgendwie plötzlich nicht so gut. Aber letzte Saison haben die auch übelst gut gespielt. Charles Aranguiz. Den Zweikampf führt er sehr gut. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht. Achtung jetzt! Da haben sie gut aufgepasst. Oh, schöner Zweikampf schon wieder. Gutes, frühes Stören. Oh, das sah vielversprechend aus. Hä? Wohin? Einwurf Borussia Mönchengladbach. Lars Stindl. Macht er gut. Schönes Zuspiel. Ah, schade. Geht dazwischen und hat den Ball. Demarai Gray. Am Ball jetzt dem hierbei. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Gute Aktion, da ist die Flanke. Sommer hält, bald ist noch ein oh, Spiel. Richtig.
Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Kurz ausgeführt. Sehr schön. Oh. Hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Ball ist jetzt wieder weg. Hä? Ist der Ball gespielt? Oder bin ich blind? Wieder der Ballverlust. Das ist eine gute Ballbesitzquote bislang hier von Bayer Leverkusen. Aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen. Und so müssen sie sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. Freistoß Leverkusen. Große Entfernung bei diesem Freistoß. Und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Alassane Plea. Die Riesenchance. Oh, ganz lang macht er sich da gehalten. Ecke in die Mitte. Oh, der kam gut. Guter Ball. Und das gibt einen neuen Eckball. Jetzt die Ecke. Zu Zakaria. Aranguiz. Das ist dem hier bei. Patrick Schick. Der Ball kommt hoch rein. Da ist jetzt Platz. Grätsche ist da, aber ohne Erfolg. Weiter der Ballbesitz. Schön. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ah, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff. Das hört man deutlich. Er unterbindet den Angriff wohl auf Kosten einer gelben Karte. Jetzt noch einmal richtig weit nach vorne kommen. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Oh. Ja, und das geht. Der wird sogar. Tolle Parade. Oh mein Gott, was? Knapp über die Latte. Er ist heute einer. Der wäre sogar fast reingegangen. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Nochmal nach vorne. Ja, das sah so gefährlich aus. Ja, aber der Schuss, ne? Der wäre fast reingegangen. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung steht. Aber 2-0, das ist nice. Wechseln brauche ich auch nicht. Es geht weiter in diesem Spiel. Aktuell Borussia Mönchengladbach in Führung. Stefan Leiner. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Oh, was ein Dribbling. Und 3-0. 48. Minute 3-0. Let's go. Dieses extreme Vorchecking. Da ja, Mann, richtig geil. Wie gut sie das drauf haben. Ja, das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Wir lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Ja, das ist fast. Aber in diesem Spiel spiele ich auch irgendwie gut. Weg ist der Ball. Ja, der nächste tolle Pass. Und jetzt ein Zweikampf. Florian Neuhaus. Plea. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. In die Mitte? Ganz ehrlich, hätte ich vielleicht selber drauf schießen müssen. Dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Dem hierbei. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Da setzt er eine riskante Grätsche ein. Eigentor. Oh mein Gott, was? Guck ich mir jetzt an. Kann jedem passieren. Den größten ist das schon passiert. Oh mein Gott. Abhaken und weitermachen. Jetzt ja auch in der Wiederholung. Das ist unglücklich.
Egal, wir führen noch 3-1, alles gut. Aber trotzdem. Gladbach über den Flügel jetzt. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Oh! Der pariert diesen Kopfball. Der fast war ein geiler Kopfball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ah, ich dachte, das Stindel rennt. Und Ballverlust. Schade. Ah, das war halbherzig, dieser Zweikampf. Aranguiz. Da ist Ginter. Ginter? Boah, ja, Ginter fast mit dem Tor. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Lars Stindl. Oh. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. So, bringt er den Freistoß direkt? Das ist eine erhebliche Distanz. Freistoß, die kann ich gar nicht gleich, das wisst ihr alle. Oh, Ginter schießt wieder. Hä? Super, ich hab gemacht, nach links gezielt. Er holt sich den Freistoß. Schade. Egal. Da verlieren sie den Ball. Das war eine schöne Grätsche. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da ist jetzt Platz. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Nochmal wichtig. Macht er gut hier. Und jetzt soll mit aller Macht ein Tor jetzt her bei Bayer. Sie versuchen es mit hohen Bällen in den Strafraum. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorn. Und da ist der Ball wieder weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ah. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Schöne Aktion. Und? 4-1. Fünf Worte. Was wichtig. Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte. Was ein Spiel. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ballverlust. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Zumindest er ist halbwegs in Normalform. Ja, er versucht hier zumindest Schlimmeres zu verhindern. Der Ballverlust. Hey? Einwurf Borussia Mönchengladbach. Ach so, bestimmt, weil die wechseln wollen. Sie werden hier wechseln. Aber wir auch drum. Einfach von hinten drauf. Schade. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Macht er gut. Na, kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Komm, ich wechsle auch nochmal. Bei Borussia Mönchengladbach. Nicht mehr dabei. Die Nummer 8, Dennis Zakaria. Neu auf dem Feld, die Nummer 23. Wendell. Jonas Hofmann. Amiri. Bailey am Ball. Nachspielzeit, eine Minute. Das ist der Schluss. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg. Okay, Freunde, ich tippe dann für heute, dass es ein 4-1 für Gladbach wird. Dann würde ich sagen, super, haut rein und Peace.